Ich bin David Kolesnik, 23 Jahre alt, hier in Potsdam geboren und aufgewachsen und kandidiere am 25. Mai hier in Potsdam in Babelsberg, Zentrum Ost und der südlichen Innenstadt für die SPD. Ich kam zur Politik, als ich hier groß geworden bin in Drewitz, habe mich in der Schule schon als Klassensprecher engagiert und wollte halt was verändern, für die Menschen verbessern. Ich engagiere mich vor allem für junge Politik in Potsdam, weil ich halt will, dass auch junge Menschen hier einen Platz haben, hier was machen können. Und es macht mir Spaß, einfach zu sehen, wenn dann auch Sachen erfolgreich sind, neue Projekte entstehen und gut laufen. Ich glaube, Potsdamer Jugendliche sind ganz aktiv und machen viel. Das hat man in der Vergangenheit schon gesehen. Es ist aber wichtig, dass Politik die dann auch ernst nimmt. Und wichtig ist halt, dass sie dann auch Vertreter haben, die sich für ihre Interessen einsetzen und es auch ein Stück weit dann durchkämpfen, damit dann die Sachen, die die Jugendlichen wollen, auch wirklich passieren. Ich persönlich habe das Ziel, dass hier für junge Menschen auch Freiräume entstehen, wo sie was machen können und selbst gestalten können und dort aktiv sind. Für Jugendliche in Potsdam will ich erreichen, dass sie Räume haben, Freiräume haben zur Selbstgestaltung, wo sie selbst entscheiden können, was sie machen, dass wir Probleme lösen, wie dass Bandprobenräume fehlen und dass es hier mehr bezahlbaren Wohnraum für sie gibt. Das heißt, bezahlbare Azubi-Wohnheime, Studi-Wohnheime für junge Familien, aber auch bezahlbare Wohnungen, die auch groß genug sind, wenn man zum Beispiel ein Kind kriegt. Ich glaube, Jugendliche sollten mich wählen, damit es auch in der SPD eine junge Stimme für sie in der Stadtverordnetenversammlung gibt und die sich für sie einsetzt, ihre Interessen durchkämpft und da was macht. Ich sehe Potsdams Zukunft für Jugendliche gut, vor allem wenn viele Jugendliche da sind, die aktiv sind, die was machen, die sich einbringen, die am 25. Mai zur Kommunal- und Europawahl gehen, vor allem auch junge Kandidatinnen und Kandidaten auf den Listen nach oben wählen, damit die dann in der Stadtverordnetenversammlung sind. Ich glaube, die SPD hat mich zu diesem Interview geschickt, weil ich schon seit vielen Jahren in Potsdam was mache, gerade auch für junge Menschen. Und weil es der SPD wichtig ist, dass eben nicht nur die Leute auf Platz 1 im Mittelpunkt stehen, sondern auch andere Leute. Ich finde es sehr wichtig, dass junge Leute was machen, dass sie aktiv werden, dass sie am 25. Mai hingehen und wählen, gleich welche Partei oder Wählervereinigung. Und damit einfach selbst dafür sorgen, dass auch Leute da sind, die ihre Interessen vertreten, möglichst junge Leute. Und ganz, ganz wichtig, dass es eine gute Wahlbeteiligung gibt, damit eben Nazis nicht in die Parlamente kommen.